So, hallo und auch willkommen zu einer neuen Folge von A Crystal Isles. Und ja, Leute, tatsächlich wurde ich auch in der letzten Folge geratet, beziehungsweise nach der letzten Folge, als wir uns hier nun, ja, schön aufgebaut haben und eine wirklich schöne Front hier haben mit einem tollen Ausblick, hat sich jemand gedacht, hey, lass uns einfach mal die Base von Ascalda aussprengen und ihm alles wegnehmen. Und dementsprechend haben sie tatsächlich alles, ja, an sich genommen. Bis auf unsere Spitzhacke und unser Schwert, das haben sie uns komischerweise gelassen. Aber alles andere, unsere Rifle, unsere Eisenrüstung, haben sie halt eben alles mitgenommen. Auch die Materialien, das heißt, wir haben im Grunde gar nichts mehr. Ja, auch unser ganzes Metall, futsch, ne, alles im Fabricator futsch. Das ist natürlich ziemlich traurig. Aber ja, Leute, da kann man eben nichts machen. Was ich allerdings sehr merkwürdig fand, ist, dass ich dann, ja, nicht weit von uns eine Base aufgebaut hat. Und zwar diese kleine Base. Ihr könnt sehen, es ist eine Steinbase und davor ist ein Schild. Und auf diesem Schild, Freunde, steht Arons Spezialität für Ascalda. Und ich weiß nicht, was das zu bedeuten hat, aber wenn wir uns diese Kiste mal genauer angucken, können wir sehen, dass dort drin tatsächlich Hamburger und Smoothies sind. Leute, das ist aber richtig nice. Schaut euch das an. Die haben uns einfach Hamburger gemacht. Und ich habe jetzt keine Ahnung gehört, ob das die Leute sind, die uns geradet haben. Weil ich meine, wenn wir uns raiden, warum sollten wir uns dann einfach hier, ja, Hamburger und Smoothies machen? Ich weiß es nicht, Leute. Auf jeden Fall nehmen wir das jetzt erstmal an uns. Ich hoffe einfach mal, es ist nicht vergiftet. Krass. Schaut das an. Es ist halt noch, wie lange ist es verfügbar? Tatsächlich ist es auch schon hier. 6 Stunden. Ja, sieht schon, das hält noch 6 Stunden. Ich weiß nicht, wie viel das am Anfang gehalten hat. Also sieht schon hier, das hält zum Beispiel noch 1 Tag. Also ich denke mal, insgesamt würden die Dinger 2 Tage halten. Das heißt, das muss wahrscheinlich schon ein bisschen länger da drin sein. Vielleicht, ich weiß nicht. Ja, 2 Tage, Leute. 1,5 Tage wird es ja wohl schon drin sein. Das ist natürlich die Frage, wann die mich geradet haben. Weil ich war in den letzten Tagen tatsächlich auch nicht online. Dadurch, dass ich halt, genau, noch ein wenig angeschlagen war. Aber Leute, na, jetzt wird es auf jeden Fall wieder regelmäßig Videos geben. Ihr könnt auch schon hier sehen, das ist deren Base. Und was sehen wir in deren Base? Wir hören nur ein Feuer. Und ich weiß auch nicht, ob da jetzt gerade jemand online ist. Ich meine, wir könnten das versuchen. Wir können einfach rufen. Hey, hallo. Hallo, ist da jemand? Ich würde gerne meinen Stuff wieder haben. Ja, weil was ich auf jeden Fall interessant finde, ist, dass die Öfen an sind. Also ich könnte mir also vermuten, dass die hier noch in der Nähe sind oder vielleicht sogar gerade in der Base sind. Aber ich meine, ich würde die Öfen mir ausmachen, wenn ich offline wäre. Aber gut, Leute. Wer nicht aufmachen will, der muss aufgesprengt werden. Wobei, das dauert ja dann ewig. Oder es kann ewig dauern. Wir haben halt auch nur eine Spitzhacke. Und damit diese Tür aufzubringen, das wird uns ewig dauern. Aber Leute, vielleicht ist das Einzige, was uns übrig bleibt, wenn uns halt eben nicht die Tür aufmachen. Bitte die Tür aufmachen, ich komme in Frieden. Beziehungsweise ich will einfach nur mein Stuff wieder haben. Okay, Leute, wir hauen einfach drauf, wir sind schon hier, das wird eine Weile dauern. Das wird ziemlich lange dauern, wenn wir es mal genauer angucken. Ich denke mal, wir sollten uns irgendwie ein paar Explosives craften. Wir bräuchten C4. Und was bräuchten wir noch? Ja, entweder C4 oder halt eine Axt. Ist auf jeden Fall ein bisschen effizienter, als jetzt hier mit einem Schwert drauf zu haben, weil sie schon hier innerhalb von 30 Sekunden schaffen wir gerade mal 100, ne? Also wird uns noch unser ganzes Leben kosten. Das ist vermutlich schneller, ein bisschen C4 herzustellen, Leute. Okay, aber wir haben halt gar keinen Stuff mehr, das heißt, erstmal farmen. Boom! Also, Bronto, mach dem Steinhaus den Gar raus. Und das Problem ist halt nur, dass unser Bronto leider Holzstrukturen zerstören kann. Aber keinen Stein. Von daher, Leute, es bleibt nichts drumherum. Wir müssen halt selbst Hand anlegen. Oder wir, ja, fahren ein bisschen und holen uns dann C4. Aber dafür brauchen wir halt ziemlich viel Stuff. Wir brauchen Elektronik, wir brauchen Polymer. Das wird einfach zu lang dauern. Von daher, Leute, werden wir uns einfach jetzt hier ans Tor setzen. So würde ich aber auch mal sagen, ist es an der Zeit, jetzt erstmal zu knabbern. Und zwar haben wir ja nicht umsonst diese Snacks hier bekommen, Leute, ne? So. Einen Burger, einen Smoothie. Und ich würde sagen, wir werden beides jetzt mal konsumieren. Als erstes würde ich sagen, gönnen wir uns einen der Burger, einen von denen, die als erstes weg müssen. Von da, Leute, ist es ein kleiner Bissen für mich,
aber ein großer Bissen für die Arkwelt. Von da, Leute, würde ich sagen, wir tun den mal jetzt hier ins Inventar. Und dann kann es losgehen. Wow, lecker, Leute. Das nenne ich einen Hamburger. Richtig saftig. Jetzt noch dazu der Smoothie. Ja, ziemlich nice, Leute. Auch vielen Dank dafür, Aaron. Hat auf jeden Fall geschmeckt. Und okay, Leute, jetzt weiß ich auch, was wir jetzt hier alles kaputt gemacht haben. Diese Standing Torches hätten wir vielleicht noch benutzen können. Aber wenn die hier Standing Torches haben, das muss ja auch... Moment, heißt das, dass sie hier was ausgebrütet haben? Gute Frage, Leute. Warum stehen hier Standing Torches? Und hier sind auch... Okay, die haben hier irgendwas verkokelt. Ich nehme an, die haben hier irgendwas ausgebrütet. So, was ist hier drin? Aha. Hier haben sie anscheinend die Smoothies hergestellt. Aber gut, Leute. Ihr seht schon, das ja, dauert noch eine Weile. Aber gut, Leute. Wir können aber vielleicht dann erstmal farmen gehen jetzt und... Alles klar, Leute. Nice. Wir hatten einfach doch unseren ganzen Stuff im Bronto gesetzt. Also natürlich nicht unseren ganzen Stuff, aber einen Teil, ne? Von den alten Sachen. Das habe ich ganz vergessen. Zum Beispiel haben wir hier noch unseren Archie, Leute. Nice. Ich dachte schon, der wäre auch weg. Aber zum Glück haben wir den damals gesichert. Okay, Archie, komm. Ne, weil vielleicht können wir zumindest mit dem Archie ein wenig hier drauf rumhangen. Ich glaube aber, das geht auch nicht. Nee, es geht halt, wie gesagt, nur bis Holz. Danach braucht man halt, ja, braucht man halt stärkere Dinos. Aber gut, Leute. Wir werden aber hier noch anderen Stuff drin. Wir hatten jetzt hier noch unter anderem, okay, wir haben eine Flinte. Oh, Leute, wir haben Granaten. Richtig nice. Okay, wir haben 4 Granaten. Das, okay. Ich meine, es ist natürlich deutlich ineffizienter als C4. Aber, Leute, wenn wir diese 4 Granaten richtig nutzen, können wir es schaffen, in diese kleine Base reinzukommen. Okay, Leute, das ist ein kleiner Wurf für mich, aber ein großer Wurf für die Arke. Und ich hoffe, jo, das ist gut platziert. Und! Boom! So, Leute, das hat auch genug Schaden gemacht. Ihr seht schon hier, perfekt, das hat gerade 3000 Schaden gemacht. Da hätten wir halt 10 Minuten für gebraucht. Okay, noch einmal, Leute, wir haben halt, wie gesagt, noch 3 Stück. Aufpassen, dass das Ding nicht zu sehr abprallt. Boom! Okay, Leute, das sieht sehr gut aus. Noch 3000 Leben, ihr seht auch schon hier. Und ist auch schon Schaden. Okay, Leute, das nenne ich richtig Glück. Und... Hasta la vista, Tür. So, und die letzte Granate wäre uns aufheben. Ne, wer weiß, was denn nicht noch alles in der Base drin steckt. Was ist schon hier, die restlichen 1400. Die kriegen wir auch schon so, obwohl... Ja, Leute, die kriegen wir auch schon so irgendwie zerschlagen. Von daher, Leute... Werde ich jetzt hier nochmal ein Glück versuchen. Die letzte Granate, wie gesagt, heben wir uns auf. Wir haben aktuell keine Materialien mehr. Jede Granate zählt. Wir wissen nämlich, was uns sonst noch alles über den Weg läuft, ne? Aber gut, dann werde ich jetzt erstmal hier jetzt drauf rumschlagen, bis ich alles... Ach, Leute, ne, wisst ihr was? Das dauert zu lange. So, das war's. Adieu, Base. Okay. Perfekt, Leute. Da ist sie. Oder da war sie, die Tür... Und jetzt sind wir endlich in der Base. Es ist schon hier. Okay, interessant, Leute. Wir haben ja tatsächlich eine kleine Base. Ne, wer hätte es gedacht? So, wo sind jetzt Aaron und seine Freunde? Anscheinend nicht da. Das heißt, sie sind wahrscheinlich gerade auswärts irgendwo. Ich hoffe, die kommen jetzt nicht allzu schnell wieder. Ne, wobei, die sehen, werden es ja sofort sehen, dass ja alles zerstört ist. Askaltes RG steht da. Okay. Interessant, interessant. Das ist also deren Base im hier führen. Das ist, die werden anscheinend irgendwas hier schmelzen. Gerade, die sind hier gerade an. Metall schmelzen. Ja, nice, Leute. Ne? 150 Metall. Und ich weiß auch nicht, ob das mein Metall ist und ob die das einfach rüber verfrachtet haben. Ich könnte mir das ziemlich gut vorstellen, dass sie auch mein ganzes Metall geklaut haben. Oder ob die das gefarmt haben. Aber es sieht aus, das könnte tatsächlich mein Metall sein, Leute. Aber nice. Da haben wir auf jeden Fall unser Metall zurück. Sehr gut. So, das haben wir jetzt hier in der Schmiede. Okay, nice. Wir haben ja, okay, Cementing Paste. Das brauchen wir auf jeden Fall. Warte, irgendwas hat da gerade ein Geräusch gemacht. Das war aber nur der Archie. Alles gut, Leute. So, nice. Wir haben jetzt Cementing Paste. Okay, wir haben sehr viel Fetch. Eine schöne Rüstung, ja. Sogar Metallfahne. Oh, C4. Sehr nice. Okay, wir haben ein Bett. Spyglass.
weiß nicht, ob das Mainz ist. Nee, steht leider kein Name. Okay, Leute, ihr seht schon hier, der mir sehr viel Stuff. Und was ist das für ein Sattel? Das ist ein Rex-Sattel und dann auch ein Mastercraft-Sattel. Richtig nice. Brauchen wir halt nur noch einen Rex, ne? Cool. Und sogar hier so eine Assault Rifle. Also das ist nicht mal ordentlich, Leute. Die haben auf jeden Fall coolen Stuff hier. Na, also hätten die, wie gesagt, schon eine Metallbase. Ich denke, die sind wahrscheinlich gerade dabei gewesen, die aufzubauen. Also schon hier haben die halt Metall, ne? Das sind wahrscheinlich auch die Felder, von denen die halt die, ja, ganzen Zutaten haben. Krass, guck mal, hier haben sie jetzt deren vier Metall-Foundations. Hier wollten sie wahrscheinlich die Base auch noch aus Metall machen. Cool. Ja, krass, da sind wir auf jeden Fall alles mit. Was haben wir hier? Einen Kühlschrank mit... Nein! Oh, oh, oh! Ein Fertilized Rex-Egg. Okay, Rex-Egg, okay, krass. Aber sicher hier, die Parents, Leute, sind ziemlich High-Level, also wer auch immer dieser Stamm ist, die sind nicht schwach. Haben auf jeden Fall einen krassen Rex. Das Baby nehmen wir an uns. Die haben hier, okay, Gemüse. Das nehmen wir alles mal mit. Was haben wir hier noch? Gar nichts, okay. Doch! 119 Narkotik, ja, sehr nice. Cool, das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Wir müssen den ganzen Stuff hier saven. Und zwar im Bronzo. Wie gesagt, unsere Kisten sind aktuell nicht so sicher. Gut, gehen wir mal hier auf Leben. So, Bronto. Na, bitte nicht die Burger verdrücken. Die sind noch für mich, obwohl einen kannst du gerne nehmen. Aber ich weiß, du bist Vegetarier. So, wenn wir den ganzen Stuff hier auch nehmen, das ganze Metall. Ich meine, wir können das hier gerne brutzeln lassen. Das ist kein Problem. Hauptsache, das kommt später in unsere Base, ne? Weil ich bin mir auch ziemlich sicher, dass es unser Metall. Wir hatten halt sehr viel gefarmt, wir hatten sehr viel gebrutzelt, die haben halt alles, ja, aufgesprengt und geklaut. Und nun haben wir das hoffentlich dann wieder. Aber cool. Guck mal, jetzt ist auch die Frage. Ne, dann haben wir nämlich jetzt hier, guck mal, 572 Metall schon, 168, ja, hiervon. Das heißt, wir können auch dann schon gleich, beziehungsweise sehr bald, unsere Base mal ein bisschen upgraden. Na, ich würde sagen, danke dafür, dass ihr mich geratet habt. Das zeigt einfach nur, dass wir uns nun neu aufbauen müssen. Und vielleicht sollten wir unsere Base auch ein bisschen kleiner machen. Das meinten aber auch welche in der letzten Folge. Pascal, die Base ist viel zu groß, sie ist schwierig zu verteidigen. Und da habt ihr auch recht, ne? Das ist halt das große Problem. Die ist halt riesig. Und dementsprechend kommt man hier leicht rein. Also im Grunde würde es reichen, wenn wir halt diesen Abschnitt hätten und den Rest einfach. Genau, wir können auch theoretisch eine Base in der Base bauen. Das heißt, wir würden jetzt hier diesen Abschnitt aus Metall machen und den Rest einfach aus Stein lassen und hier dann quasi nochmal alles umzäunen. Quasi eine Base in der Base, ne, dass wir ein bisschen mehr geschützt sind. Wobei ich würde generell sagen, dass wir halt alles ein bisschen verkleinern sollten. Was meint ihr? Schreibt es mir in die Kommentare. Ich denke aber an sich ist so eine große Base, wenn man halt auf PvE geht, auch cool, ne? Vor allem, wenn man dann halt noch Tribe-Mates haben möchte. So. Aber gut, dann werden wir jetzt auch erstmal den ganzen Stuff aus dem Bronto nehmen. Zumindest das Metall. Dass wir dann halt auch schnell den Rest hier fertig machen können, ne? Weil ich meine, wir brauchen Wände, wir brauchen ja so einiges hier. Okay. So, ich glaube, ja, Cementing Paste, das reicht halt locker nicht. Wir müssen irgendwie einen Biberdamm finden. Ansonsten kommen wir nicht wirklich weiter. Mit dem Metall, was hier noch drin ist, können wir auf jeden Fall noch ordentlich was anstellen. Ne? Okay. So, also insgesamt haben wir hier wohl noch... Okay, das hat gar kein Holz mehr. Interessant, dann werden wir hier einfach schnell mal ein bisschen Holz nachpfeffern. So, Leute, dann können wir später nochmal vorbeigucken, aber an sich haben wir dann alles hier. Obwohl, das haben wir zum Beispiel noch nicht, das Holz, die Steine. Na, aber die Steine lassen wir mal hier, die brauchen wir eigentlich nicht. Okay, so, was haben wir hier noch? Die Gläser, also was nehme ich auf jeden Fall auch mit. So, ich weiß, wofür wir das noch brauchen können. Na, Holzkohle, auch immer sehr wichtig. Okay, genauso auch hier, Leute. Ne? Wie gesagt, die haben halt hier wahrscheinlich versucht, das Rex-Ei auszubrüten. Ich weiß nicht, vielleicht haben sie ja auch schon andere... Die uns hier ausgebrütet, vielleicht war das Ei einfach das letzte Ei, was sie noch hatten, was sie halt jetzt erst jüngst ausbrüten wollen. Ich bin mir nicht sicher, Leute, auf jeden Fall wissen wir, dieser Tribe hat starke Dinos und
Sie sind in der Nähe von uns. Also ich würde mal vermuten, das ist halt nicht deren Hauptbase, nicht deren Zweitbase. Es ist einfach nur eine Base, die sie neben uns stellen wollen, um uns so ein bisschen in den Augen zu behalten. Aber Leute, ich kann mir vorstellen, dass deren Hauptbase gar nicht so weit weg ist. Ja, weil mit dem all den Stuff, den die hier haben, müssen sie den ja auch irgendwo her transportieren. Oder irgendwohin transportieren. Und das geht natürlich am einfachsten, wenn die in der Nähe sind. Von daher, Leute, würde ich mein Brunde darauf verwenden, dass sie hier in einem Umkreis von 400 Arkmetern sind. Okay. So, dann wollen wir aber erstmal zurück in der Base. Und jetzt wird die Metallbase gecraftet. So, wir können auch theoretisch hier 28 Metallfenster machen. Ich würde sagen, wir fangen erstmal an mit, ja, mit 8, ne? Dann können wir dann weiter gucken. Aber ja, Leute. So, 8 Metallfenster. Dann haben wir zumindest schon mal hier unsere Steinfenster ausgetauscht. Und wie gesagt, ich denke mal, am Anfang werden wir erstmal einen kleinen Abschnitt der Base aus Metall bauen und dann später expandieren. Also halt, wie gesagt, diesen kleinen Abschnitt haben, wo wir halt ja unsere Betten reinstellen, vielleicht den Fabby. Und dann können wir uns halt später immer noch vergrößern sozusagen. Dass wir halt dann quasi auch den Rest, der jetzt hier aus Stein ist, dass wir den dann irgendwann auch aus Metall packen. Okay, Leute. So, nice. Dann haben wir jetzt nämlich hier auch erstmal jo, auch gleich noch die Fenster. Ich meine, klar, die Fenster jetzt, die sind noch so, ne, aus Stein. Aber, Leute, das macht nichts. Hauptsache, die kann man nicht mehr so leicht aufsprengen vorher. Ne, wobei, aufsprengen kann es immer noch leicht. Ich meine, da bräuchte man nachher Turrets noch. Ne? So, aber zumindest ist die Base ein bisschen gesichert jetzt hier. Okay, Leute. Okay, vielleicht sollten wir noch wirklich zwei Fenster hier craften. Aber ich denke mal, es reicht schon. Jetzt noch Foundations und Wände. Und ja, Leute, es ist wie gesagt auch nur eine Frage der Zeit, bis halt der Aaron hier vorbeiguckt und dann sieht, oh nein, unser ganzer Stuff wurde geraided. Mist. Und von da sollten wir uns das jetzt so schnell wie möglich beeilen. Zumindest unsere Base so ein bisschen sichern, dass wir ein bisschen Zeit haben. Ein kleines Zeitfenster, um halt eben, ja, unseren ganzen Stuff hier irgendwie hier reinzukriegen. Jetzt ist auch schon hier, wir haben jetzt schon mal das Grundgerüst unserer ersten kleinen Metallbase in unserer Steinbase. Also von außen sieht sie noch relativ schwach aus. Von innen allerdings fangen wir schon mal an, dass wir hier zumindest alles ein bisschen sicherer machen. Ich meine, klar, wir haben jetzt leider genau gerade mal 110 Metall. Und ich glaube, das Problem ist nicht Metall, sondern eher, genau, das ist jetzt unsere Schmiede. Da kommen wir auch nicht mehr ran. Tut mir leid, du musst jetzt leider zerstört werden. Das Problem ist jetzt tatsächlich Cementing Paste, die wir nicht mehr haben. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal so schnell wie möglich Biberdämme suchen. Und ich glaube aber auch, bevor wir das dann machen, werden wir erstmal den ganzen Stuff jetzt von dort drüben, das ganze Metall, nehmen, in unsere Base packen. Das ist nicht, wenn ihr jetzt hier sehen, dass wir alles hier genau geplündert haben, ne, dass sie dann erstmal gleich das alles in deren Hauptbase verbrachen, sondern dass wir halt alles noch bei uns in der Base haben. Ich denke mal, das ist am besten. So, und wir können das auch zum Glück alles tragen. Also, das ist halt, wie gesagt, jetzt noch genau ungefähr 430 Metall oder ziemlich genau 430 Metall, was wir halt eben noch. Oh, vielleicht sind wir noch das Bett zerstören. Genau, das wäre halt auch noch eine Sache, das Bett zu zerstören hier. Dass sie halt auch nicht mehr hier respawnen können. Beziehungsweise hier schnell reisen können. Im Bett geht das zum Glück relativ einfach und schnell, nicht so wie mit der Tür. So, perfekt. Dann sollten wir uns jetzt beeilen, schnell unseren Stuff saven und dann los zu den Biberdamm, Leute. Jetzt haben wir hier schon mal eine kleine Tür. Ich meine, klar, die könnten immer noch hier ziemlich schnell alles aufsprengen, aber Leute, wenn die das aufschlagen wollen, so wie ich, brauchen die relativ lange. Von daher haben wir noch ein kleines Zeitfenster auf jeden Fall. Gut, dann wollen wir das jetzt erstmal hier aufteilen. Okay, 215. Den teilen wir nochmal separat auf. Dasselbe auch mit dem Holz. Okay. Eins. Zwei. Genau, ich glaube, wir haben insgesamt 4 Öfen. Wir hätten eigentlich 5. Einer wurde zerstört. Okay. So, dann werde ich mal schauen, dass wir halt auch jetzt auch schnell an einen
Biberdamm kommen, weil wie gesagt, Cementing Pace ist ja halt jetzt das Wichtigste, was wir aktuell brauchen. So, und tatsächlich bin ich mir gar nicht sicher, wo in Crystal Isles die meisten Biberdämme spawnen. Was wir allerdings auch machen können, dadurch, dass wir halt sehr viel Stein haben, ist halt entweder auf Keratin oder auf Chitin zu gehen. Also schon hier haben wir halt zum Beispiel unsere lieben Riesenkrabben, ne, die uns halt auch ein bisschen Chitin hier auf den Weg geben. So, welches Level sind die? 44. Aber wenn wir die downlegen würden, hätten wir zumindest ein bisschen Chitin, was wir dann nachher weiterverarbeiten könnten, zu Zementpaste. Ja, das wäre eine Option. Ne, wenn ihr uns aber kriegt, dann, ja, sehen wir alt. Also am besten hat man dann irgendwie einen Rex oder einen Kano oder einen Spiele, was auch immer, der einen dabei hilft. So, erstmal noch einen fetten Burger, Leute. Und dann kann es losgehen. Also, Kakernikos. Ne, die springt hier hoch, Leute. So, leider haben wir auch keinen Schaden angezeigt. Das heißt, wir können nicht sehen, wie viel Schaden die jetzt machen. Theoretisch müsste die aber nicht so viel Leben haben. Man muss halt auch auf den Kopf schießen. Das bringt halt nichts, wenn man auf den Panzer schießt. So. Wir werden auch unsere Flinte mitnehmen sollen. Okay. Nein! Oh, 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 oh! Oh, oh, Leute, das ist ganz schlecht. Das ist ganz, ganz schlecht. Da fällt erstmal runter. Und hat natürlich keine Grappling Hook dabei. Keine Grappling Hook. Jo, kein Crossbow. Das sieht schlecht aus, Leute. Schaut euch das an. Die macht ziemlich viel Schaden. Unterschätzt niemals eine Krabbe. Eine wütende Krabbe, die angeschossen wurde und die ihre Babys schützen möchte. Oh ja, genau, das ist das Problem. Und, oh, hab ich da... RG! Okay. Und nun wurde ich gekillt von einem Karkinos. Wieso sage ich Karkernikos? Ich weiß nicht, dabei ist es ein Karkinos. Okay, so einfach geht das. So einfach stirbt man. Zumindest war unser Bett noch da. Aber ja, Leute, ich denke mal, was ist denn hier mit dem grünen Licht? Ich denke mal, die Suche nach Zementpaste wird sich ein bisschen in die Länge ziehen. Wie gesagt, ich glaube, wir werden nicht auf Karkinos gehen, sondern eher auf Biberdämme oder vielleicht auf Skorpione. Aber wir werden mal schauen, Leute. Zumindest wissen wir nun, woran wir sind. Ne, wir werden wahrscheinlich schon in der nächsten Folge eine Full Metal Base haben. Und ja, Leute, das war's mit der Folge. Wenn es euch gefallen hat, gebt auf jeden Fall einen Daumen nach oben, schreibt es in die Kommentare und dann macht's gut und bis zum nächsten Mal.